Herzlich willkommen. Das Symptom der Wechseljahre sind die Hitzewallungen. Leiden Sie auch unter Hot Flashes? Willkommen im Club. Denn bis zu 85% der Frauen in den Wechseljahren haben Hitzewallungen. In diesem Video nenne ich Ihnen 8 Tipps zur Linderung. Mein Name ist Susanne Kirschner-Bruns. Ich bin Ärztin und Buchautorin. Mein Thema ist seit über 25 Jahren die Frauengesundheit. Und ich möchte alles, was ich darüber weiß, auf diesem Kanal mit Ihnen teilen. Manche Frauen schwitzen vor allem tagsüber, andere nachts. Ich selbst bekam nächtliche Schweißausbrüche. Und das fühlte sich dann so an, als wenn ich voll bekleidet in einen kalten See gesprungen wäre und mich anschließend mit den nassen, kalten Klamotten ins Bett gelegt hätte. Man wird nämlich in der Regel nachts wach, weil einem kalt ist. Das ist so vergleichbar, als wenn man nass geschwitzt nach dem Joggen noch auf der Straße steht, noch so ein Pläuschchen hält mit der Nachbarin. Und wenn man keine Funktionsunterwäsche trägt, sondern ein Baumwoll-T-Shirt, dann hat sich das ja durch das Joggen mit Schweiß vollgesogen. Und die Flüssigkeit kühlt ab und Ihnen wird kalt. Hitzewallungen sind Veränderungen an den Blutgefäßen, die von Gefäßnerven gesteuert werden. Man spricht von vasomotorischen Beschwerden. Durch den Östrogenmangel in den Wechseljahren findet im Temperaturzentrum im Gehirn eine Fehlregulation statt. Es kommt zur Überhitzung. Und wenn der Körper überhitzt, dann stellt er die Gefäße in der Haut weit und schwitzt, um abzukühlen. Ich habe gelesen, dass sich im Haushalt am häufigsten Wäschetrockner überhitzen und dann anfangen zu brennen. Women on fire. Wie wahr? Die Schweißausbrüche können von einer Sekunde auf die nächste auftreten und das ist dann die berühmte fliegende Hitze. Bei manchen Frauen können die Hot Flashes auch bis zu einer halben Stunde dauern. In Amerika spricht man dann von Amber, das heißt Glut. Ob man allerdings intensiv schwitzt oder nur ein bisschen, ob an Brust, Kopf oder dem ganzen Körper, ob nur nachts oder am Tag, das ist von Frau zu Frau so individuell unterschiedlich wie die Wechseljahre selbst. Ob nächtliche Schweißattacken oder Hitzewallungen am Tag, beides kann extrem belastend sein. Vor allem auch, da zusätzlich ein rasender Puls, so ein Druckgefühl im Kopf, eine fürchterliche Unruhe und Nervosität oder eben auch massive Schlafstörungen damit einhergehen können. Bei jeder 5. Frau sind Hitzewallungen und die dadurch entstehende Belastung so stark, dass sie sich ärztliche Hilfe sucht. Und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe stuft Hitzewallungen in den Wechseljahren darum auch als ernstzunehmendes Krankheitsbild ein. Hitzewallungen treten 1 bis 2 Jahre vor der Menopause und bis circa 5 Jahre danach auf, manchmal aber auch noch länger. Jede 10. Frau leidet 10 Jahre nach der Menopause noch unter Hitzewallungen. Ein Mini-Trost, sie sind dann meistens nicht mehr so stark. Hier meine 8 Tipps bei Hitzewallungen. Aber Achtung, wenn Sie an einem östrogensensiblen Brust- oder Gebärmutterkrebs erkrankt sind, dann sind dieser Tipp und auch gleich die Nummer 2 nichts für Sie. Sie sollten dann auf keinen Fall isoflavonhaltige Nahrungsmittel oder Supplements einnehmen. Diese beiden pflanzlichen Nahrungsmittel sind reich an Isoflavonen. Das sind Phytoöstrogene, das heißt Pflanzeninhaltsstoffe, die eine hormonähnliche Wirkung haben. Ihre Wirkung liegt bei einem Hundertstel oder Tausendstel von Östrogen. Und darum reicht auch ein einzelner Sojajoghurt am Tag nicht aus, um die Beschwerden zu lindern. Laut einer Studie der Johns Hopkins Universität muss Soja in sehr hohen Dosen eingenommen werden. 160 Milligramm Soja-Isoflavone täglich. Das entspricht ca. 600 Gramm Tofu oder ca. 1,2 Liter Sojamilch täglich. Das ist recht ambitioniert. Aber es gibt auch Isoflavonpräparate. Leiden Sie unter extremen Hitzewallungen und brauchen hohe Dosen an Isoflavonen, dann bitte nicht auf eigene Faust irgendein Präparat aussuchen. Besprechen Sie das mit Ihrer Gynäkologin oder Ihrem Gynäkologen. Das gilt auch für Nummer 2, die Silberkerze, Cimicifuga. Auch sie hat östrogenartige Wirkung. Sie lindert Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche und wirkt auch neurovegetativ, also gegen Unruhe. Allerdings bitte nicht einnehmen bei Lebererkrankungen. Und sollten Sie Cimicifuga längerfristig einnehmen, dann bitte regelmäßig die Leberwerte kontrollieren lassen. Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob die Wirkung der Isoflavone bei Hitzewallungen erwiesen ist oder nicht. Ich möchte hier klarstellen, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sowohl Soja als auch Cimicifuga als evidenzbasierte Empfehlung bei Hitzewallungen in ihren aktuellen Leitlinien aufführt.
und zwar für alle Frauen mit Hitzewallungen, ob in der Perimenopause oder Postmenopause, also in den frühen oder späten Wechseljahren. Und noch etwas, nicht, dass Sie enttäuscht sind, weil Sie nach ein paar Tagen denken, das wirkt ja gar nicht. Der Phytoöstrogenspiegel von Soja- und Silberkerze im Körper muss sich erst aufbauen. Und das dauert meist 4 bis 6 Wochen oder auch länger. Leiden Sie unter Hitzewallung und essen dann auch noch scharf? Das ist so, als gießt man zusätzlich Öl ins Feuer. Puh, da kann man sich nur noch ausziehen. Meiden Sie darum Gewürze wie Curry, Pfeffer, Knoblauch, Chili und auch Ingwer. Die heizen im Körper nämlich ein. Lieber mild würzen. Salbei ist ein altes Hausmittel gegen Schwitzen. In einer Studie aus Rostock sank die Schweißproduktion bei den Probanden, die Salbei-Tee tranken, auf unter 50%. Meine Empfehlung lautet, trinken Sie 3 Tassen Salbei-Tee am Tag. Bei Teilnehmerinnen einem Programm zur Gewichtsreduktion nahmen die Hitzewallungen im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant ab. Und zwar je mehr Kilos vom Übergewicht runterkamen, je weniger belastende Hitzewallungen. Einige Studien sprechen von bis zu 90% der Frauen, bei denen sich die Hitzewallungen lindern lassen oder sogar verschwinden durch tägliche Meditation. Ich finde, das ist unschlagbar. Darum möchte ich Ihnen so gerne Meditation oder auch andere Entspannungstechniken wie Yoga oder autogenes Training unbedingt ans Herz legen. Regelmäßige Wechselduschen und Sauna. Dadurch werden die Weit- und Engstellung der Gefäße trainiert, sowie die Wärmeregulierung. Leiden Sie unter Hitzewallungen am Tag, dann bevorzugt morgens die Wechselduschen und kommen die in der Nacht, dann abends. Und am besten die Arme und Beine abwechselnd kalt, warm, kalt abduschen. Und das war gerade absichtlich das Kalt zum Schluss, denn dann sind die Gefäße eng gestellt. Nummer 8, mein ganz persönlicher Tipp. Bei mir hat er funktioniert, auch wenn er nicht logisch ist und schon gar nicht evidenzbasiert. Und sexy leider auch nicht. Aber leiden Sie unter nächtlichen Hitzeattacken, dann gehen Sie mit Wollsocken ins Bett. Meiner Erfahrung nach überhitzt der ganze Körper dann nicht so stark. Zum Schluss möchte ich noch das Thema Kaffee ansprechen. Hierzu gibt es widersprüchliche Studien. Koffein wirkt vasokonstriktorisch, das verengt die Gefäße. Und in der Tat helfen 1 bis 2 Tassen Kaffee bei manchen Frauen gegen Hitzewallungen. Aber so eindeutig ist das leider nicht, denn es gibt auch für das Gegenteil Daten. Eine Studie aus 2014 an 1800 Frauen mit Menopausenbeschwerden konnten zeigen, dass 16% der Frauen, die keinen Kaffee tranken, auch keine Hitzewallung hatten. Sie hatten allerdings stärkere, neuropsychische Symptome. Das heißt, ihr seelisches Gleichgewicht war durcheinander, sie konnten sich schlechter konzentrieren, sie konnten sich schlechter erinnern. Mein Rat darum, probieren Sie aus, ob und wie Kaffee bei Ihnen wirkt. Das gilt auch für meine anderen 8 Tipps. Probieren Sie sie aus. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein zukünftiges Video verpassen. Herzlich, Ihre Susanne Kirschner-Bruns.